Für mich war immer klar, der Hitlerfaschismus muss geschlagen werden. Die Frage war, wo kann man am wirksamsten gegen den Hitlerfaschismus und gegen den internationalen Faschismus kämpfen? Und das war in Spanien. Être libre. Voilà ce qu'on cherchait. La liberté et la démocratie. Alors, évidemment, rebelle. Ça, c'est un diplôme du camp de concentration d'Albatera. On était 17 000. Sur les 17 000, il ne reste que moi. Soprattutto qui, con due pistole, camminata così. E quando è stato vicino, per la libertà dei popoli. Mijn familie was er erg op tegen dat ik communistische gedachten had. En ook actief was in de communistische beweging. Die waarschuwde mij, dat zou niet goed aflopen, allerlei dingen. Maar ja, ik ging mijn eigen weg.